super interessant. Jetzt mal in Taiwan, in Xiamen, eine ganz kleine Stadt, wie sie früher so gebaut wurde, hinten schöner Berg und die Häuser. Und wenn man sich umdreht, hat man das wunderbare Tor am Eingang. Also das finde ich sehr traditionell und sehr klassisch gebaut. Traditionelle Stadt in Xiamen, ganz originalgetreu wieder aufgebaut worden. Und es ist sehr, sehr interessant, das Tor des Eingangs zeigt in Richtung des Sees und die Häuser haben im Hintergrund einen Berg. Hier ist der Schrein der Familie Wang, die sozusagen hier gelebt hat, 1876. Und nach dem Krieg wurde alles wieder originalgetreu aufgebaut. Traditionell klassisch eingerichtet und nachempfunden. Hier kommt man zu den Schrein der Familie. Das ist immer so am Eingangsbereich oder gegenüber dem Eingang, wo auch die Ahnen geehrt werden. Jetzt sind wir im Schlafzimmer der Familie. Die Wanne der Familie. Hier ist der Ausläufer des Drachenberges und wir befinden uns im Zentrum des gesamten Geländes. Also der Kompass ist eindeutig Ost 3 ausgerichtet. Sie macht den höchsten Punkt und die Stadt liegt sozusagen vor uns und das Meer im Orient und das Tor des Eingangs ist so mehr ausgerichtet. Weitere Videos sehen möchtest über so ein wunderbares, ja, wie soll man sagen, Feng Shui-Erlebnis. Dann teile dieses Video und bitte kommentiere. Deine Meinung ist mir wichtig.